Heute werden wir zusammen racken und nämlich Riesenbild racken. Und das heißt Giant Squeegee. Giant Squeegee. Hier ist ja unsere Rackelfläche und wir racken direkt auf die Wand. Und wir sind gespannt, was daraus wird. Viele wissen, dass ich immer die erste Farbe nehme, sozusagen so Grundierfarbe, aber wir werden das heute nicht machen. Man muss manchmal Regeln brechen. Das heißt, wir malen auf Weiß. Auf Weiß direkt mit einer Farbe. Das heißt, die erste Farbe, Anna, wäre von dir, ich ahne schon, was? Ich nehme heute Blau wie mein Stahl. Du nimmst Blau, Königsblau. Okay. Dann nehme ich Gelb, okay? Das ist komplementär. Tja. Okay, Leute, so kommt die Farbe direkt. Ist das komplementär? Nein, Blau ist mit Orange. Das kann man auch komplementär machen. Orange, aber es ist so gleiche Richtung. Da muss mir noch einiges beibringen. So, ich fange schon mal an und du machst jetzt erstmal. Herrlich! Schon entsteht was. So schnell geht das. Das ist die einfachste Technik der Welt. Was aber ihre Gefahr hat. So. Perfekt. Wann hast du dein erstes Bild gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mein erstes Bild gerakelt, als ich 8 Jahre alt war. So früh? Nein, natürlich nicht. Nein, mein erstes Bild habe ich gerakelt wahrscheinlich vor etwa 5, 6 Jahren. Und Gerhard Richter hat mich damals natürlich so ein bisschen inspiriert und ich habe ausprobiert und das war wirklich, plötzlich warst du in einer Welt, das war unvergesslich für mich, weil so schnell wie hier Ergebnisse entstehen, gibt es keine andere Technik. Wir bleiben erstmal bei 2 Farben. Ich war auch 8, als ich mein erstes Bild gereinigt habe. Wirklich? Das war bei dir vor 2 Jahren. Ah, so alt bist du. Nein, da war ich noch 18. Und was sagst du so lange? Ich bin immer noch dabei. Ja, das bringt sehr viel Spaß. Ich glaube, den Leuten gefällt das sehr, weil es sehr, sehr schnell etwas entsteht, ganz, ganz schnell. Aber du musst ja wirklich, du musst wirklich dann die Nerven haben, dieses Ergebnis zu halten oder Fantasie haben, es auch anders zu sehen, noch weiter zu machen, noch weiter, weil 5 Minuten werden wir schon 5 Minuten fertiges Bild haben. Wir wollen doch mehr arbeiten, mehr. Zum Beispiel heute werden wir 1 Stunde mindestens mal. So, Anna, es ist Zeit, eine neue Farbe. Aber ich habe noch Blau. Du hast noch Blau. Ja. Ich werde jetzt deine Lieblingsfarbe nehmen. Ich nehme jetzt Pink. Und ich rackle jetzt von oben nach unten. Wenn du magst, auch von oben nach unten machen. Wir können auch Farben mischen. Darf ich bei Blau bleiben trotzdem? Natürlich. Ich möchte dieses Blau sehr schön. Klar. Wie wird das ausgesprochen? Zeig mal. Kölinblau. Bleu Cerulean. Cerulean. So. Okay, ich mache jetzt so eine Art Säule. Ich
wachst du auch von oben nach unten? Hast du heute eine Lieblingsfarbe? Heute. Ja, dieses Blau habe ich schon. Das ist so ein sommerliches Blau sein. Du kannst es heller machen vielleicht. Ja, das ist auch ein bisschen weiß. Ja. Ein Poolblau ist es. Ganz gut ist, wenn man zwei Farben übereinander legt. So. Ich mache jetzt abrund. Ich runde jetzt ab. Das habe ich mich noch nie getraut. Ja, dann wird es Zeit. Ja. Das sieht nicht so einfach aus. Das zu machen? Dass es so auch einen schönen Bogen ergibt. Also so, bitteschön, du bist es dran. Ja, ja? Und ab. Zeit für Grün. Grün, das du. Ist nichts für dich. Grün ist schwierig. Ja, finde ich. So, wir haben jetzt ganz viele leere Flächen. Das ist das erste Mal. Premiere. Aber das funktioniert besser, als ich dachte. Findest du? Ja. Hier unten, bringst du unten nach oben noch. Oh, ist nämlich Ultramarin. Das ist ein so heftig. Ultramarin bringt ja... Von unten nach oben? Ja, könnte man machen. Von hier? Ja. Zum Bleistift. Zum Bleistift. Okay. Also jetzt ist erlaubt, was man möchte. Das heißt, die Farben ist quer durcheinander. Es kann nie bunt genug sein. Ja. Um mich selbst zu zitieren. Aber das ist erst der Anfang. Es kann sein, dass es sich alles komplett verändert nachher. Ne? Das ist noch. Ja. Okay, ich träume mich mit Grün. Macht's. Rot haben wir noch gar nicht. Rot! Mein Gott, kein Rot! Was verbindest du mit Rot? Natürlich. Liebe, ist Rot die Liebe und wirklich? Feuer. Feuer, Leidenschaft, das ist mehr so leidenschaftliche ja. Liebe, weil so richtig Liebe, das könnte auch blau sein, so rein und unschuldig. Obwohl, kann Liebe unschuldig sein? Natürlich. Ist Liebe unschuldig? Oh, guck mal, Rot hat was gebracht. Besonders das hier, das ist ein toller Moment. Traust du dir schwarz? Wir warten noch. Ich traue mich erstmal grün. Okay, das ist auch genau. Ich traue mich erstmal grün. Too much sollte auch nicht sein. So, wo haben wir schon? Lass uns jetzt gucken, wo noch keine Farbe ist. Dass wir erstmal die Fläche füllen.
Nur zwei, drei Bewegungen und dann machen wir ein Resümee. Erstes Ergebnis ist schon da, das heißt, wir haben jetzt wild gerackelt und das kann sich sehen lassen, oder was meinst du? Und das ist riesig. Das ist riesig, das ist ja wirklich, hast du schon mal so groß gemacht, jemand so groß gerackelt oder gemacht? Nein, überhaupt? Nein. Ja, schon größer wieder gemalt, aber das ist wirklich sehr groß und wir sehen jetzt so weiße Flächen, die weiße Flächen können wir nochmal mit Farbe füllen und jetzt können wir so eine Struktur machen, aufteilen. Das Bild. Man kann so in die Runde Geschichte gehen, man kann stempeln, man kann zum Beispiel so eine Fläche aussuchen, wo man dann nur eine Farbe hat. Nur eine Farbe. Das heißt, diese Farbe wiederholt sich dann nicht. Anna, wollen wir jetzt wirklich die ganze Geschichte erstmal abrunden, dass wir von oben nach unten, dass wir alles so erstmal so runde Sachen machen. Das heißt, wir legen eine Schicht drauf und das wird rund sein. Alles rund. Danach können wir nochmal gerade machen. Ja. Okay, dann lass uns jetzt in einer Farbe bleiben. Wir können grüne Schicht oder blaue Schicht oder rote Schicht oder pinke Schicht. Ich würde sagen, wir machen, du machst mit dem Blau, ich mache mit dem Blau, aber wir hellen sie alle auf, weil Acryl dunkelt nach. Deswegen ist es gut, wenn erstmal, das heißt 50-50 machen. Siehst du? 50-50, weiß. Ich mische es direkt auf Rackelwerkzeug. Look. So. Ja. Muss jetzt nicht hundertprozentig gemischt sein, aber so etwa. Und wir runden es ab. Ich fange hier an und du folgst mir. Aber nicht über dich drüber, sondern nur drunter, oder? Nur drunter, genau. Okay. Guck mal, es wird jetzt nicht komplett, ne? Das wird nicht, das wird ja so schnellfalleffektmäßig sein. Steht schon was. Wow. Das heißt, es entsteht Räumlichkeit, Schicht über Schicht. Und das ist ja, was gute Rakeltechnik ausmacht, wenn Räumlichkeit im Bild ist. Alles andere ist platt. Das ist der 3D. Tapete. Genau. Wir wollen keine Tapete machen. Wir wollen hier auf der Tapete rakeln. Ja, das ist schon mal gut. Guck mal, so ein Effekt. Sehr. Du kannst ja gerne das dazwischen oder da drunter machen. Jetzt hoch. Ja, sehr gut. Guck mal, sehr gut, sehr gut. Das lasse ich jetzt. So, jetzt kommt noch eine Schicht. Also Farbenverbrauch ist immens bei Rakeltechnik. Das müsst ihr alle wissen. Das ist kein billiger Spaß. Okay, ich mache jetzt hier.
auch schon. Ich bin seit 1992 in Deutschland. Weißt du noch, was das erste deutsche Wort war, was du konntest? Hände hoch. Wirklich? Das hat damit was zu tun, dass ich in Georgien aufgewachsen bin. Und damals zeigte man ganz viele Filme über Kriegsfilme. Und dann kamen immer die Deutschen in den Filmen. Hände hoch! Hände hoch! Das passt auch irgendwie total. Ja, Hände hoch war mein erstes Wort. Ja. Aber dann kam Deutsch in die Schule und das erste Wort war Guten Tag, Mutti. Dann habe ich das eben meine Mutti gesagt, als ich nach Hause kam. Guten Tag, Mutti. Fußball. So, Stempel. Ich fange jetzt an mit Stempel. Stempel heißt, die Farbe wird auf Krakelwerkzeug aufgetragen, so platt, und dann stempeln wir einfach. Ich stempel einfach, lass uns da stempeln, wo ein Papier wird. Guck mal, das hat eine gewisse Aufhellung mit sich gemacht. Und wann kamst du nach Deutschland? Mit der Geburt? Ein Tag alt wahrscheinlich. 1919. Und du warst ein Tag alt. Nicht wahr? Als du die Welt erblickt hast in Deutschland, warst du doch ein Jahr alt. Ein Tag alt. Das heißt, du bist ja die Geburt. Ja, eigentlich war ich ja dann schon ein Jahr alt, weil ich habe ja schon ein Jahr im Bauch meiner Mutter in Deutschland gelebt. In Deutschland? Das heißt, du bist ja also dann. War ich ein Jahr alt, als ich auf die Welt kam? Wahnsinn. In Barmbek. In Barmbek? Ja. So wie Helmut Schmidt. Ja. Du bist Barmbeker Mädchen? Oder Barmbeker Jungen? Nein, ich bin da nur geboren. Und aufgewachsen? Eppendorf, Niendorf. Lockstedt. Dann war ich auch mal raus aus Hamburg. Und dann war ich aber ganz schnell wieder da. Ohne Hamburg geht nicht. Ihr habt es richtig gehört, das alles hier gerade findet in Hamburg statt. Nicht wirklich. Wir verraten gar nicht, wo wir sind. Das ist ein Platz, wo Hits. Die Hits werden geboren hier. Genau. Eigentlich bin ich hier geboren. Ich bin auch ein Hit. Ja. Du hast da gestempelt, wo ich war. Oh, Entschuldigung. Oh, sehr gut, sehr gut. Du bist ja wirklich. Ein Stempel? Oh, ein Rackel. Frau. Stempelprofi sollte eigentlich im Amt arbeiten, die ganze Zeit. Genau, Stempel, 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 Stempel. Wir betrachten das Bild jetzt einfach so von Weitem. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, wir legen die Werkzeuge drauf und legen jetzt ein bisschen hinten, nach hinten, um hinten, hinter uns zu sein. Was sagst du zu dem Bild? Es ist großartig. Mir gefällt das auch. Wir können jetzt ins Detail gehen und das haben wir noch nie gemacht bei Rakeltechnik mit meinen Teilnehmern, aber ich habe das privat oft gemacht. Wir machen so einen kleinen Rahmen. Das heißt, wir brauchen jetzt dunkle Farbe. Lass uns jetzt mit Schwarz anfangen. Okay. Schwarz wird selten benutzt. Die Leute in Deutschland haben Angst. Thank you.
Ja, das Schwarz ist ja auch das Unbekannte. Genau. Mit dem Rakel? Mit dem Rakel, ja. Nein. Ich zeig dir, wie ich das meine. Oh, das ist ja sehr verdünnt, die Farbe. Ein Idiot hat das verdünnt. Das war wahrscheinlich ich. Gepanschte Farben. Guck mal. Mit dem Wodka verdünnt. Guck mal, so. Russische Farbe. Lass uns auf die okay. Linie ja. zielen. Ich nehme den kleinen, ist okay, ne? Okay. Und von oben nach unten machen. Das würde jetzt so reichen. Und auch hier noch so ziehen, von oben nach unten. Und dann gucken wir, was passiert. Das ist mein Lieblingssatz, ne? Gucken wir, was passiert. Das fand ich sehr hoffen. Ja, weil das bringt tief. Ja, sehr gut, sehr gut. Du hast es begriffen. Ich habe auch vom Besten gelernt. Ah ja, genau. Wie heißt er nochmal? Sels Nielsen. Ah, das soll ja sehr gut sein, ne? Ja, ist ein berühmter dänischer Kunstsammler. Der hat früher auch selbst gemalt. Ja. Mittlerweile kauft er nur noch Kunst, weil er ist Manager. Und hat zu viel zu tun, er kann nicht mehr malen. Er hat keine Zeit. Ja. Das ist immer das, was fehlt, ist die Zeit. Das ist eine Illusion, dass die Menschen keine Zeit haben. Die Menschen haben immer Zeit. Es ist nur die Sache der Priorität. Ja, was tropft, muss sofort weggewischt werden. Wir sind ja in Deutschland. Schöne Grüße an unsere amerikanischen Freunde. It's German. Und was ich noch machen würde, jetzt kann man auch die Ränder machen, also mit Rändern arbeiten. So. Mhm. Dass wir zum Beispiel diese Säule ein bisschen stärker im Vordergrund stellen. Das ist du kannst jetzt einfach dir überlegen, wo du das möchtest. Das ist so viel Leidenschaft in dem Bild, das da. Ja, du hast dir das nicht getraut, weil die Menschen immer glauben, schwarz wäre gefährlich. Ja, ist es auch. Wenn man das nicht richtig einsetzen kann, dann lässt man es. Weil die meisten Menschen nicht wissen, wie sie schwarz einsetzen können. Schlimm wird, wenn es schwarz sich mischt miteinander. Das wird so much. Genau, aber wenn es schwarz als schwarzes bleibt, dann ist es okay, wie wir das gerade machen. Also was verbindest du mit schwarz? Schwarz ist einfach schwarz, da ist nichts. Das ist ein schwarzes Loch. Aber unser Leben hat auch dunkle Momente. Und für mich ist schwarz, also viele Menschen tragen ja auch gerne schwarz. Ja, du trägst auch schwarz. Ja, heute. Für mich ist schwarz so Uniform. Immer wenn ich einen Job hatte, war immer die Vorgabe, also wo ich angestellt war, schwarz. Komplett in schwarz. Und für mich ist schwarz immer Arbeit. Schwarz ist Arbeit? Ja. Und ich habe ganz viele schwarze Kleidung von früher, so von Kellnern zum Beispiel. Ja. Das nehme ich jetzt alles zum Malen, das kann alles zerstört werden. Ja, im Winter tragen doch die meisten Menschen in Deutschland doch schwarz. Was nicht so gut ist, weil die Autos sehen mich nicht im Dunkeln. Ja, das stimmt.
Wir sind fast fertig. Wir haben jetzt hier, das ist ein langer, ganz langer Spachtel. Und damit ziehen wir jetzt die letzte Schicht Farbe. Das ist wichtig, damit die Räumlichkeit noch mehr betont wird. Und da braucht man eine sehr, sehr feine Bewegung. Das ist nicht so einfach. Die meisten haben Schwierigkeiten damit, dass man so... Ist jetzt die Frage, wollen wir das so abrunden? Wir brauchen nur zwei, einmal hier oben und einmal hier unten. Also ich finde diese Bewegung sehr schwierig. Ja, ist nicht einfach, ja. Aber wenn du willst, ich kann es probieren. Man darf nicht so doll aufdrücken, oder? Mach das jetzt mal, wenn man das macht. Okay. Mit Weiß? Jetzt kommt endlich die weiße Farbe. Es muss ja nicht so viel sein, es ist nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Von der anderen Seite und danach kannst du machen. Weil, weißt du, das bringt jetzt so eine Dynamik, also diese Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist sehr wichtig. So, jetzt kannst du auch unten einmal da machen, so und dann sind wir, glaube ich, durch. Wir sind jetzt nach unserer Einschätzung fertig. So sieht ein fertiges, gehakeltes Giant Squeegee Bild aus. Und wir haben jetzt beide festgestellt, das ist ein gutes Bild. Mehr kann man in einer Stunde nicht erwarten. Was sagst du? Es ist sehr bunt, sehr wild. Ich überlege, wie würde das aussehen, zu Hause eine ganze Wand das zu nageln. Wenn jemand Lust dazu hat, wir würden auch für jemand zu Hause Giant Squeegee auf eine Wand rackern. Das heißt, dann braucht man nicht eine billige oder teure Tapete, was auch immer, sondern man hat gemaltes Bild auf der Wand. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Werbung dafür machen, sondern wir würden es machen. Wenn jemand Lust hat, wir machen es. Okay. Wir machen alles. Wir sind Künstler. Wir sind Künstler. Künstler. Beinahe hätte ich es gesagt. Giant Squeegee mit dem Namen Wir sind Künstler. Das Bild ja. Heißt, Wir sind Künstler. Das ist ein super Name. Ja. Ja, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns noch nächstes Mal natürlich immer und immer wieder. Wir haben noch viel vor. Wir haben noch weitere größere und auch so andere gigantische Giant Maximal. Potenzier mal Giant. Genau. Und das Kanal, also der Kanal, nicht der oder das? Der Kanal lebt weiter und wenn ihr auf jeden Fall abonnieren und liken und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns.